Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bayonetta, in der wir heute ein kleines bisschen anders vorgehen werden wie das letzte Mal oder wie die letzten Folgen, denn heute werden wir die Notizen uns bis zum Ende der Folge aufheben. Ich bin gespannt, wo uns das Ganze heute hinführt. Wir sehen schon, hier ist es ganz schön stürmisch, unsere Bayonetta wird schon halb abgetrieben hier, aber das schaffen wir schon irgendwie. Ach ja, je, check! Der Zaun war den Elementen ausgesetzt und ist ziemlich marode. Mit ein bisschen Kraft lässt es sich zerstören. Das ist doch eine gute Idee. Und ja, schon ist er weg. Das ging aber schnell. Nicht schlecht. Ach ja, ich bin ja sehr gespannt, was... Oh, was war denn das jetzt? Okay. Dann kämpfen wir halt wieder. Ist ja nichts Neues. Können wir ja. Okay. Oh, wir haben eine Zeitbegrenzung, wie es scheint. Oh, okay. In diese Richtung, meine ich, müssen wir, oder? Was ging jetzt ab? Falsche Richtung? Okay. Dann halt in die andere Richtung. Ach, Mensch. Ja, bitte. Ja, ja. Schon recht. Dann halt nicht. Dann halt nochmal. Ach, wir sind ja schon in Übung im Sterben, haben wir ja jetzt letztens auch so richtig schön geschafft. Dieser blöden Schlange, beziehungsweise diesem Drachen. Ich habe mal zwischen Schlange und Aal überlegt, aber dass es ein Drache sein könnte, da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Ja, wundervoll. Also nochmal. Aber wir haben es doch in diese Richtung schon versucht. So. Ach so, wir haben dann immer in dem Moment Zeit, wo wir die Hexenzeit haben. Wuhuhu. Naja, das war jetzt nicht so schwer für das, dass ich mich gerade vorhin total blöd angestellt habe. Lädt? Ist ja schön, wenn es lädt. Das hatte ich auch noch nie, dass es mitten im Spiel so geladen hat. Naja, okay. Geben wir halt dem Spiel seine Zeit. Oh oh. Gut. Na, haben wir es wieder geschafft, Madame? The only ones meddling are your hapless minions. This will be taken care of in the manner I see fit. Your assistance is not required. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Who are you? And don't you dare say my long-lost sister. Sister? You've quite the active imagination. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. And now that you've returned, my sleeping beauty, it is time to finish that fight. Oh. No time for daydreaming. Net. Ups. Ich würde sagen, ihr werdet ein bisschen gestört. Denn da bricht gerade was auseinander.
Okay, also haben wir jetzt eine Arena, in der wir kämpfen dürfen. Ich bin mal gespannt, ob wir einigermaßen gegen sie ankommen. Denn eigentlich müsste sie doch ein relativ schwerer Gegner sein. Aber wie es scheint, klappt es eigentlich ganz gut. Autsch. Was da ist für Trümmer schon wieder herumfliegen. Und die beiden müssen es natürlich mal wieder übertreiben und kämpfen dann eben da oben weiter. Mit Ausweichen, das bringt mir hier nichts. Irgendwie schaffe ich das nicht, dass ich dann durch sie mal irgendwie Hexenzeit bekomme. Ja. Wäre nicht ganz schön, weil dann wäre sie ein bisschen schneller kaputt. Oder, naja, kaputt ist ein bisschen blöd. Ja, aber wobei, der Lebensbalken ist gleich weg, von daher brauchen wir ja gar keine Hexenzeit. Ich habe aber das blöde Gefühl, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir ihr begegnen. Stimmt's? So wirklich tot wird sie mit Sicherheit nicht sein. Afraid of something, are you? Afraid? Me? This is a waste of my time. You're still not ready. Oh ja. Auch nicht schlecht, oder? Drei verschiedene Tiere verwandelt, nur um davon zu kommen. Das nenne ich mal Hexenkraft. Okay. Es geht weiter. Drück im Rennen zweimal schnell R2, um das innere Biest loszulassen. Genau, diesen hier. Lass dem inneren Biest freien Lauf und verwandle dich in eine Tierform mit mysteriösen, magischen Kräften. Lässt man zum Beispiel die Kraft eines Panthers frei und verwandelt sich, wird man so schnell wie der Wind und kann selbst die tiefsten Gräben mit Leichtigkeit überspringen. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Bayonetta, hör auf. Nein, das macht keinen Sinn. Gehen wir nochmal zurück. Machen wir es nochmal. So. Kamera bitte drehen. Danke. Nein. Oh. Gar nicht so leicht. Manchmal springt man da gerne mal daneben. Ja, das stimmt. Das war wirklich cool. Und wir haben ein neues Kapitel geschafft. Ach ja, ich bin ja gespannt, wie oft wir diese Fähigkeit brauchen werden und wie wir uns damit anstellen. Oieieiei. Vor allem dann mit einer höheren Schnelligkeit und dann aber trotzdem springen müssen und pipapo. Haben wir dann da so quasi irgendwas Geheimes übersehen, weil wir haben ja da den vorletzten gar nicht erhalten. Ich habe keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Und jetzt dürfen wir, glaube ich, ganz viel schießen, oder? Nicht? Weil ich meine, wir haben ja verdammt viele Kugeln gesammelt. Oder sind die durch den Tod weg? Die Kombos sind nicht schlecht. Ah, hier sind wir ja auch schon. Wir müssen ziemlich viel schießen dürfen jetzt. Und? Ja, ich hätte mehr erwartet, aber okay. Drei Punkte. Na komm schon. Und... Na, super. Und ich hätte gern den Tollen da gehabt. Uah. Nicht so viel verschwenden. Die wo so wuh machen, die sind so scheiße zu erwischen. So. Endlich mal wieder Punkte. Naja. Den haben wir auch nur getroffen, aber keine Punkte. Naja, hilft nicht. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 29, da können wir uns ja wieder nichts dafür kaufen. Ach, Gottchen, ich bin viel zu schlecht da drin. Na gut, hilft nicht. Dann geht's jetzt weiter. Und wir haben ja doch diese Schallplatte. Normalerweise müssten wir ja jetzt ein neues Kapitel haben, wo wir dann gleichzeitig auch wieder in das Tor zur Hölle rein können, oder? Können wir uns eigentlich die nächste Waffe holen? Wir sehen, die Karte ist nicht so besonders riesig. Wir sind hier schon beim nächsten Punkt. Super. Das Figürchen finde ich so schön. Ja, dann gucken wir den Ladebalken weiter zu. Nicht wundern, wenn ihr meint, ich wäre irgendwie schlecht drauf oder so. Kann sein, dass sich meine Stimme heute ein bisschen so anhört. Ich habe das Gefühl, dass sie heute ein bisschen tiefer und rauer ist. Also nicht wundern, ich habe definitiv Bock zu spielen. Es hört sich nur ein bisschen komisch an heute. So, the gates of hell? Nicht,
Nicht, wieso Hill? Ja, Hölle, oder? Tore zur Hölle. Naja, egal. Hat sie sich wieder halb ausgezogen. Und wir schauen jetzt mal, was uns unser lieber Mensch, Kerl, Dämon, was auch immer das ist, da Schönes geben wird, wenn wir ihm jetzt diese Schallplatte geben. Welche Waffen wir dann erhalten, da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Wäre es aber ganz schön, wenn das Lädt endlich mal kein Lädt mehr wäre. Ja, dieser Chuck kann auch machen. Ich finde es eigentlich immer ganz spannend, Attacken auszuprobieren. Working me to the bone, but no need to pity me. I was bored anyways. Let me go whip some things into shape for you. Und wir hören das schöne Musikstück, das wir bekommen haben. Beziehungsweise das er bekommen hat jetzt. Und dann müsste er ja jeden Moment wieder zurück sein. Hallo. Pound into shape. But the workmanship's solid. Now, go put this thing to Oh yeah. Juhu. Neue Produktinformation. Eine neue Technik ist jetzt vorrätig. Entfessle die innere Fledermaus. Oh, neue Produktinformation. Fessle die innere Krähe. Okay. Das finde ich gut. Hier können wir weitere Fähigkeiten kaufen. Ja, hier haben wir sie. Können wir uns aber im Moment... Doch, können wir uns leisten. Innere Krähe. Drücke zweimal, während du in der Luft bist. Ja, kaufen wir. Und das hier ist die innere Fledermaus. Zweimal unmittelbar, nachdem du getroffen wurdest. Lass die innere Fledermaus frei und verwandle dich in eine Horde Fledermäuse, wodurch Schaden minimiert wird. Hört sich auch gut an. Gut, und die restlichen Heiligenscheine geben wir noch für das hier zum Beispiel aus. Genau, dann haben wir unser Geld ausgegeben. Haben wir sonst irgendwas, was wir kaufen könnten? Ja, so einen grünen Kräuterlutscher können wir immer brauchen. Dann haben wir da ein bisschen was zum Heilen. Und dann verlassen wir auch die Tore zur Hölle schon wieder. Und dann probieren wir unsere neue Waffe aus, würde ich sagen. Oh, auf die freue ich mich jetzt schon. Yay! Supidupi! Wir müssen uns jetzt wieder gedulden, weil das heißt auch wieder lädt. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Frag dich halt nur, wie lange es dauert. Ja, geht doch. Spielen! Dankeschön! Batsch! So, jetzt müssen wir mal... Okay. Tatsächlich, jetzt können wir fliegen. Cool. Aber wir können, wie wir sehen, nicht ewig fliegen, weil wir immer weiter zum Boden runterkommen. Das ist natürlich schade, aber immerhin. Okay, unsere Fledermaus-Dingsi können wir nicht schaffen, weil es greift uns ja gerade im Moment niemand an. Ruinen des Umbra-Testgeländes. Okay, nett. Oh, hier laufen wieder Menschen herum. Und hier hinten haben wir eine Notiz. Die nehmen wir mit. Aber ich denke, wir lesen sie nicht vor. Wobei wir jetzt schon ziemlich am Ende der Folge sind. Aber nein, ich würde nicht sagen. Eintritt nach Vigret. Wir können mal ganz kurz reinlugen. Das können wir auch machen. Dass wir sie vielleicht nur dann lesen, wenn sie wirklich unheimlich wichtig sind. Das wäre auch noch so eine Idee. Von Bergen auf der einen... Was? Von Bergen auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite umgeben ist die Stadt Vigret nur schwer zu erreichen. Naja, ich denke, über die Stadt Vigret müssen wir jetzt eigentlich nichts lesen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das wäre vielleicht auch noch so eine Überlegung jetzt von meiner Seite, dass wir eben einfach nur die Dinge vorlesen, die wichtig zu sein scheinen, die mit der Story zu tun haben. Die Stadt Vigret, denke ich, müssen wir jetzt nichts lesen. Wenn doch, dann könnten wir es gerne sagen, dann werden wir diesen Artikel einfach nochmal nachholen. Das ist auch kein Problem. Und wir haben eine neue Schallplatte bekommen. Beziehungsweise ein Stück. Der Schlittschuhläufer. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich diese Melodie kenne, aber das werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. So, jetzt können wir fliegen, aber das ist nicht unbedingt schnell. Oh. Kann die damit auch angreifen? Das ist auch nicht schlecht.
Und Volltankgriff haben wir schon lange keinen mehr gehabt. Natürlich den Standard, den wir anfangs auch schon so oft hatten. Und wir haben die schönen neuen Waffen noch gar nicht drin. Es wäre eigentlich an der Zeit, dass wir die vielleicht noch gleich mal einstellen, ne? Denn hier sind wir ja sowieso... Oh, nee, doch noch nicht fertig. Was soll denn der Käse? Hallo? Soll sterben? Nicht einfach wieder aufwachen, aber wir haben Münzen erhalten. Oh, da schau her. Okay, dann machen wir als erstes jetzt mal... Oh, aufheben, okay. Na, geh weg. Komm, diesen hier. Und dann werden wir jetzt diese andere Waffe noch hinzuholen. Und zwar haben wir diese Klingen und die möchte ich hier gerne ersetzen gegen diese Waffen hier. Genau. Das hätte ich gerne gemacht. Dann müssten wir jetzt normalerweise, wenn wir umstellen, hier nur diese Waffe haben. Ja, jetzt haben wir gar keine, weil jetzt haben wir noch die vom Gegner in der Hand. Dann haben wir halt nur das Katana und eben die Klingen. Ne, das finde ich super. Okay. Hier müssen wir allerdings etwas machen. So. Ganz schnell hier durchlaufen, sonst wird die Tür nicht aktiviert. Das wusste ich halt leider schon. Oh, da ist dieses Kind wieder. Autsch. Was haben wir hier oben? Hier haben wir wieder eine Statue. Die werden wir jetzt wieder anschauen. Dann kommen wieder Gegner, die besiegen wir. Und dann ist die Statue wieder heil. Sag ich doch. Doch immer so. Ist auch immer so. Ja, aber ich finde es ja in Ordnung, dass es so ist. Ist ja schön, wenn es so ist. Greifen die auch irgendwann mal an? Ja, jetzt zum Beispiel. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Ich gehe mal hier runter. Geh mal hier runter. Ich finde es ganz interessant, dass sie nicht, Nehmen wir jetzt mal die hier, weil mit der kann ich schießen. Ach, komm, schmeiß doch endlich mal diese Waffe weg. Die brauchen wir nicht mehr, Bayonetta. Mit dieser Waffe, können wir nämlich nicht schießen. So, der ist hin. Der nächste, bitte. Komm her. So, jetzt du auch. Hallo. Greif halt an, Bayonetta. Danke, Hexenzeit. Geht doch. Meine Güte. Ich habe keine Lust, mich hier 3 Stunden mit diesem Viech zu beschäftigen. Klimax. Okay, nicht schlecht. Was machen wir jetzt für ein Klimax? Kommt wieder das Vögelchen? Ja, es kommt wieder das Vögelchen. Vögelchen hat halt einfach Bock auf Wurm. Ach so, Gigatonne. Ja, natürlich. Können wir auch noch machen. Und weg damit. So. Fein. Brav. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Supidupi. Dann können wir hier alles aufsammeln gehen. Dann haben wir hier ja eigentlich diesen Bereich hier schon wieder erledigt. Wahnsinn, wie schnell das oftmals geht. Okay. Und es wird gespeichert. Wir haben theoretisch alles eingesammelt. Wir könnten uns jetzt hier noch überall umschauen. Ich würde aber sagen, wir schauen uns da heute nicht mehr um, sondern wir beenden heute diese Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.